Das sind einige unserer Themen heute. Weiße Tigerin bei Tierart Marsweiler. Sommerempfang der Stadt Zweibrücken. Minister Hoch besucht Campus Pirmasens und vieles mehr. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kompakt. In Marsweiler bei der Wildtierstation Tierart bekommen Wildtiere ein artgerechtes neues Zuhause. Zuvor wurden sie unter mangelhaften Bedingungen gehalten und stammen beispielsweise aus illegaler Privathaltung oder Zirkussen. Ende Juli gab es nun mit der einjährigen weißen Tigerin Charlotta einen Neuzugang in der Wildtierstation. Wir waren bei der Ankunft und dem Bezug ihres neuen Zuhauses dabei. Endlich ist sie da. Die weiße Tigerin Charlotta konnte erstmals ihr vorübergehendes Außengehege bei Tierart in Marsweiler erkunden. Charlotta wurde im letzten Jahr durch tschechische Behörden wegen illegaler, nicht artgemäßer Haltung beschlagnahmt. Der Züchter der Tigerin hatte mit Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken auf sich aufmerksam gemacht. Bis Mitte Juli war Charlotta in einem Zoo in Hodonin in Tschechien untergebracht. Der Transport von Charlotta in die Südwestpfalz verlief reibungslos. Auf die Narkose, die normalerweise für das Verladen von Großkatzen in eine Transportbox benötigt wird, konnte verzichtet werden. Die Tierpfleger da unten in Tschechien waren sehr zuversichtlich, dass sie das ohne Narkose hinkriegen und das hat sich bewahrheitet. Sie haben das echt super gemacht und das ist für das Tier wesentlich entspannter, wesentlich stressfreier und wesentlich gesünder. Man hätte dann warten müssen, bis sie in der Box wieder aufwacht. Man darf die Tiere nicht schlafend transportieren, da ist die Verletzungsgefahr natürlich so hoch. Und sie hat das ganz toll gemacht und sie war auch während dem Transport wirklich gut gelaunt. Wir haben immer mal wieder nach ihr geschaut und sie hat uns dann begrüßt und sowas und war sehr, sehr neugierig, was jetzt eigentlich da um sie herum passiert. Bereits vor Charlottas Transport musste die weiße Tigerin untersucht werden, um herauszufinden, ob sie für den Transport gesund ist. Hier hat man neben auffälligen Nierenwerten, die oftmals Probleme bei Großkatzen darstellen, einen eventuellen Calciumphosphatmangel festgestellt und nochmal die Fehlstellung der Augen betrachtet. Die Augen, das Schielen, das sehen wir leider häufig. Dann die ganze Physiologie, alles was mit den inneren Organen zu tun hat, da haben wir oft Deformationen, da haben wir Entwicklungen, die darauf schließen, dass da halt die inneren Organe auch teilweise, atypische Wachstumsformen aufgezeigt haben. Man muss im Prinzip die Gesamtgesundheit dann von den Tieren sich anschauen. Auch mit Tumoren haben die oft Probleme. Also die Tiere sind prinzipiell anfälliger für Krankheiten. Die haben kein so gutes Immunsystem, was ausgeprägt ist. Und das liegt wirklich daran, dass halt über Jahre, über Jahrzehnte immer mit denselben Tieren gezüchtet worden ist. Am 27. Juli um 0.30 Uhr wurde Charlotta in Marsweiler in ihr Innengehege entladen. Begleitet wurde die weiße Tigerin durch die Pfleger von Tierart und einer Vertrauensperson, einem Tierpfleger aus dem Zoo in Tschechien. Schon im Innengehege hat Charlotta sich schnell wohlgefühlt und angefangen zu spielen. Die neugierige Art der einjährigen Tigerin wird auch im Außengehege sichtbar. Für die Tierpfleger von Tierart ist das ein guter Start in Charlottas neues Leben. Wichtig ist jetzt, Vertrauen aufzubauen. Gerade unsere Tierpfleger müssen jetzt mit ihr arbeiten. Sie muss ja reinkommen, wenn wir sie rufen. Wir müssen das Gehege sauber machen können. Das heißt, da ist jetzt erstmal viel Arbeit. Die ersten paar Tage lassen wir sie ganz in Ruhe. Sie darf alles erkunden, darf sich so ein bisschen einleben. Und bis sie dann ein bisschen selbstsicherer ist, dann fangen wir an, mit ihr Medical Training zu machen. Das ist ganz wichtig, weil wir ja schon ein paar Auffälligkeiten gefunden hatten. Der Zoo hat gute Vorarbeit geleistet, da werden wir jetzt anknüpfen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Wir hatten da die Sprachbarriere, also sie hat alles auf Tschechisch gelernt. Jetzt muss es bei uns auf Deutsch lernen, beziehungsweise auf Englisch. Aber da sind wir auch guter Dinge, weil sie sehr neugierig ist und sie möchte. Ne? Also sie hat diese Interaktion ganz gerne. Der Bereich, in dem Charlotta momentan gehalten wird, wird momentan noch für Führungen und Besucher unzugänglich sein.
Je nach Verhalten der weißen Tigerin können dann kleinere Gruppen Charlotta besuchen und anhand ihrer Vorgeschichte über die Problematik der illegalen Tierhaltung aufgeklärt werden. Nach dem erfolgreichen ersten Sommerempfang der Stadt Zweibrücken im letzten Jahr fand auch 2023 wieder ein Sommerempfang im Rosengarten in Zweibrücken statt. Bei der Veranstaltung Mitte Juli informierte der Oberbürgermeister Dr. Marold Wosnitzer über die vergangenen und kommenden Projekte der Stadt. Vor über 400 Gästen verkündete Dr. Marold Wosnitzer, der Oberbürgermeister der Rosenstadt Zweibrücken, den diesjährigen ausgeglichenen Haushalt der Stadt. Neben der positiven Wirtschaftsentwicklung waren aber auch die anstehende kommunale Wärmeplanung und weitere Projekte Themen des Sommerempfangs. Ein Thema war die Frage, wo gehen wir mit der Bibliothina hin? Bibliothina ist eine zentrale historische Bibliothek, die in der Stadt Zweibrücken angesiedelt ist, die momentan ausgelagert wurde, für die wir neue Räume finden müssen. Das Thema Projektentwicklung, sei das jetzt im Rahmen vom City Outlet, was wir da vorhaben, aber letztendlich auch die Arbeit, die in den Quartieren gemacht wird. Die Transformation der Kanada-Siedlung ist einfach unfassbar toll, das zu begleiten. In einem Gespräch mit Frank Theisinger vom Brand- und Katastrophenschutz und Nicole Hartfelder vom Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken wurden außerdem über zwei Projekte in der Kläranlage und neueste Investitionen in Maßnahmen des Katastrophenschutzes informiert. Zentral war heute in dem Zusammenhang auch die Freischaltung des Frühalarmierungssystems für Starkregenereignisse. Das ist ein System, das basiert auf einer Vielzahl von Sensoren, die in der Stadt verbaut wurden. Die Informationen werden dann von einem Rechner verrechnet und werden dann mit Prognosen an die Bürger weitergeleitet, sodass die wissen, in welcher Warnstufe sie sich befinden und ob sie Vorbereitungen treffen müssen, weil es einfach letztendlich gefährlich werden könnte. Über die gute Ausstattung und die Einsatzbereitschaft des Fallschirmjägerregiments 26 ging es in der Rede von Oberstleutnant Oliver Henke. Der Kommandeur der Saarlandbrigade in der Niederauerbach-Kaserne berichtete unter anderem über die Ausbildung von rund 10.000 ukrainischen Streitkräften bis zum Jahresende. Außerdem wurde die seit 2017 bestehende Partnerschaft zwischen der Bundeswehr und der Lebenshilfe Zweibrücken gefeiert. Eröffnet und musikalisch begleitet wurde der Sommerempfang von der Stadtkapelle unter der Leitung von Bruno Steiß. In Zukunft soll nach dem Erfolg des Sommerempfangs im letzten und diesem Jahr jener jedes Jahr am Freitag in der Woche vor dem Stadtfest stattfinden. Seinen Antrittsbesuch am Campus der Hochschule Pirmasens hat der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch im August gemacht. Dabei bekam er nicht nur in Fachvorträgen erklärt, woran gerade geforscht wird, sondern auch gezeigt, in welche Geräte und Labore zuletzt Gelder geflossen sind. Wir haben ihn dabei begleitet. Von aktuell 700 Studierenden am Standort Pirmasens der Hochschule Kaiserslautern konnte Dekan Ralf Wiegland berichten. Den Bedarf der Industrie, an dem sich die Ausbildung ausrichte, sehe man aktuell im Bereich der Chemie bei den biobasierten Themen und der Pharmazie. Berufsbegleitende Studiengänge seien immer wichtiger, so Wiegland. Dem stimmte auch der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Clemens Hoch zu. Angesichts des demografischen Wandels wolle man keine Konkurrenz zwischen Ausbildung und Studium, sondern beide Welten verbinden, so Hoch. Er lobte auch die Tendenz, mehr englischsprachige, international ausgerichtete Studiengänge anzubieten. Kleine Vorlesungen in Biotechnologie und Industriepharmazie sollten Hoch dann zeigen, in welche Fachbereiche zuletzt Gelder in Großgeräte geflossen waren. Aber wir haben das natürlich gerne genutzt, um den Minister auch mal zu informieren über die Dinge und den Stand, den wir im Bereich der Chemie und der biobasierten Chemie und der Pharmazie, der angewandten Pharmazie und der Industriepharmazie hier zu bieten haben. Das sind ja Themen, die in der Politik des Landes, in der Ausrichtung auf die Biotechnologie als Zukunftsthema eine ganz große Rolle spielen. Uns war es dabei wichtig, dem Minister auch mitzugeben, dass wir adäquate Ausbildungsformate für die Industrie und mit der Industrie zusammen haben. Das Stichwort ist berufsbegleitend oder dual zu studieren. Dual studieren bedeutet, beim Unternehmen beschäftigt zu sein und nebenher eine entsprechende Ausbildung im Bereich eines Bachelor-Absolventen oder eines Masterstudiums durchzuführen. Auch in den Laboren selbst machte Hoch sich ein Bild von der in den Vorträgen vermittelten Forschung am Campus und den neuen Geräten, die schneller Resultate liefern als ihre Vorgänger, wie Prodekan Peter Groß betonte. Teilweise werde hier weiter an den Folgen der Corona-Pandemie geforscht, inklusive etlicher Patentanmeldungen.
Eine Hochschule der angewandten Wissenschaften sei wichtig für die Landesinitiative Rheinland-Pfalz. Man wolle sie zu einem führenden Standort in der Biotechnologie entwickeln. Der Forschungsfonds werde absehbar neu aufgestellt, um der Tatsache gerecht zu werden, dass es an jenen Hochschulen eine enorme Steigerung bei den zusätzlichen eingeworbenen Drittmitteln gebe, so hoch. An der Hochschule selbst halte man natürlich ständig Kontakt zum Ministerium, betont Dekan Wiegland. In der Regel ist es so, dass der Austausch natürlich auf der Ebene der Referate, der Referatsleitung, der Referatsmitarbeiter stattfindet. Dort geht es beispielsweise um die Frage der Ausrichtung, wenn es bei Förderinitiativen oder bei Anträgen für Gerätebeschaffung oder Ausstattung um Abstimmung geht. Wir sind natürlich deshalb auch sehr froh, wenn wir nicht nur immer alle Informationen gefiltert nach oben tragen können über diese Wege, sondern dass wir eben auch mal das direkte Gespräch mit dem Minister haben. Und insofern waren wir jetzt sehr glücklich, dass er die Zeit hatte, in diesem Sommer auch unseren Standort zu besuchen. Besonders beeindruckend waren die Labore von Algenforscher Michael Lakatos, der seine Bioreaktoren vorstellte. Er hofft auf eine Stärkung des Bereichs Bioökonomie. So habe man das Ziel, aus Bioabfall Kunststoffe herzustellen. Clemens Hoch verließ Pirmasens mit der Gewissheit, dass der Hochschulstandort im Bereich Biotechnologie eine immer wichtigere Rolle spielen wird. Am 8. und 9. September 2023 findet in Pirmasens wieder der Pfälzerwald-Marathon statt. Bei einer Pressekonferenz im Rathaus der Siebenhügelstadt wurden Ende August alle Details zur 17. Auflage des Marathons vorgestellt. Alle Informationen zur Strecke, den Preisen und weiteren Neuerungen verraten wir Ihnen jetzt. Bereits seit Mitte August haben sich insgesamt knapp 1300 Teilnehmer für die verschiedenen Disziplinen des Pfälzerwald-Marathons angemeldet. In diesem Jahr findet der Firmenlauf mit geändertem Streckenverlauf am Freitag, dem 8. September um 19.30 Uhr statt. Samstagmorgens um 9.30 Uhr startet dann der Schüler- und Bambini-Lauf. Als Dankeschön wird es für Schulen, die sich vor den Sommerferien zum Lauf angemeldet haben, einen 100-Euro-Gutschein geben. Des Weiteren wollen wir ein neues Programm mit den Schulen zusammen aufsetzen, wo wir dann auf Rat von den Schulen talentierte Leichtathletinnen und hier wirklich nur gezielt auf die Leichtathletik fördern wollen. Dafür haben wir ein Spendenkonto eingerichtet, wo wir auch vom Firmenlauf die Abgabe drauf fließen lassen, aber es sind auch Interessenten aus dem privaten Bereich da, um hier wirklich Menschen die Chance zu geben, Sport zu machen, die Talent haben. Und das wollen wir fördern und ausbauen. Nach dem Bambini-Lauf starten am Samstag gegen 11.15 Uhr auch die Läufer des Marathons und Halbmarathons. Wie im letzten Jahr hat man sich auch 2023 dazu entschieden, den Teilnehmern keine Pokale mehr, sondern nachhaltige Preise zu verleihen. Und wir haben uns jetzt in dem Jahr neben den nachhaltigen Preisen keine Pokale mehr, sondern wirklich nachhaltige Präsente, auch was Neues ausgedacht. Und zwar hier haben wir einen Pin kreiert, den man nur als Teilnehmer bekommen kann. Also der ist nicht käuflich zu erwerben, der wird nicht verschenkt, gar nichts. Dieser Pin kriegt man nur, wenn man seine Unterlagen abholt und teilnimmt an dem Lauf. Es soll ein bisschen einen Sammeleffekt bewirken, aber auch, damit man auf einfache Art und Weise zeigen kann, pass mal auf, ich habe an dem und dem Lauf teilgenommen. Und auch hier mit der Jahreszahl sieht man schon, wir wollen das fortführen. Vielleicht gibt es dann irgendwann in 10 Jahren einen, der mal gut behangen ist mit 10 Pins. Ja. Die Anmeldung zum Firmenlauf und dem Marathon ist online über www.pfälzerwald-marathon.de möglich. Welche Vorteile eine Stadt durch die Digitalisierung ihrer Gebäudedaten haben könnte, das hat Pirmasens in einem Modellprojekt untersuchen lassen. Auch die Bedeutung der Erstellung eines digitalen Zwillings mithilfe des sogenannten World Avatars wurde erklärt und das live aus Singapur. Wir waren dabei. Bürgermeister Michael Maas und der Leiter des Pirmasenser Gebäudemanagements Alexander Kölsch waren zum Pressegespräch mit dem Geschäftsführer der Computer Modeling Pirmasens GmbH, Markus Kraft, in Singapur verbunden. Dort ist jener als Professor der Universität Cambridge tätig, hat in seiner Heimat Pirmasens aber bei einem längeren Aufenthalt während der Corona-Pandemie eben jene CMPG gegründet.
Deren Modelle und der Bau eines digitalen Zwillings der Stadt Pirmasens helfen der realen Stadt dabei, Steuerungsinstrumente auszutesten und zu optimieren, lange bevor man es in der Realität tut. Die Hauptarbeit ist daher zurzeit, alle Gebäudedaten, ob digital oder in Papierform, zusammenzutragen und mithilfe des sogenannten World Avatars in den digitalen Zwilling der Stadt einzutragen. Momentan sind wir ja noch in der Stufe, dass wir das alles auf unserem eigenen Server abbilden. Das heißt, wir gehen nicht hoch, wir gehen nicht ans World Wide Web, ins Internet. Wir sind momentan noch in unserer eigenen Spielwiese, ziehen uns Daten aus mit, also alle Operatoren, die es gibt, Wetterdaten, Klimadaten, Wind, Niederschlag, Solardaten, holen wir uns durch Agenten im Netz und pflegen das in unseren Server ein. Aber wir sind noch nicht freigeschaltet. Wir werden, wenn wir soweit sind mit den Daten, mit der Datengrundlage, dann ins WWW gehen, also ins World Wide Web gehen und dann unsere Daten, die wir haben, die unkritisch sind, zur Verfügung stellen. Die Vision sei dann, dass allen Studierenden und Forschern auf der Welt die Daten zur Verfügung stehen und mit dem digitalen Zwilling von Pirmasens das städtische Leben simuliert werden kann, etwa was Verkehr, Nachhaltigkeit oder Energieeinsparung angeht. So können im Modellprozesse optimiert und experimentiert werden, um bei Erfolg letztlich das reale Leben in der Stadt zu verbessern. Kritische Infrastruktur bleibt bei dem Zugang aus Sicherheitsgründen natürlich außen vor. Mit dem digitalen Zwilling wurde eine Aufstellung der 5 Gebäude mit der höchsten Priorität für die Stromerzeugung erstellt, wodurch Einsparungen bei Betriebskosten und den damit verbundenen Energie- und CO2-Emissionen erkannt werden können. Photovoltaik hat hier als Beispiel gedient. Wir haben Solarkataster in Rheinland-Pfalz mit einem Erzeugungspotenzial durch die Sonneneinstrahlung. Das haben wir mit weiteren Sensoriken einfach mal so ein bisschen überprüft. Passt es dann auch? Gerade wenn es in die Sensibilitätsanalysen reingeht, wo es dann wirklich so ein bisschen um die Genauigkeit der Daten geht, weil wir über viel Geld bei den Investitionen sprechen, um das nochmal zu überprüfen und konnten damit ein Stück weit die Genauigkeit des Solarkatasters der Werte überprüfen. Und dann daraus abgeleitet auf verschiedene Szenarien weiterentwickeln. Was bedeutet das Jahr X mit der Bewölkung, mit der Sonnenintensität? Was würde ein Batteriespeicher bringen an Effizienz oder an Effektivität? Ab welcher Stufe wäre dann ein Batteriespeicher dann wirtschaftlich für uns darstellbar? Welche Voraussetzungen bräuchte es denn dazu? Gesetzliche Veränderungen, gesetzliche Anpassungen, um hier dann relativ schnell und flexibel agieren zu können. Das Hugo-Ball-Gymnasium, auf dem zurzeit neue Dächer und dort auch Photovoltaik entstehen, hatte dabei als Modellbeispiel gedient. Angeschaut wurden aber auch die anderen weiterführenden Schulen der Stadt, um Machbarkeit und wirtschaftliche Vorteile solcher nachhaltiger Projekte zu untersuchen. Hier wird die Stadt auf jeden Fall am Ball bleiben, so Maas. Auch beim Klimaschutz setzt Pirmasens auf smarte Technik und Digitalisierung. Wie auch die Bäume in der Stadt von digitalen Zwillingen profitieren können, wurde bei einem Vororttermin im Strecktalpark erklärt. Hier die Details. Der fortschreitende Klimawandel setzt auch den 30.000 Pirmasenser Stadtbäumen zu. Sie leiden zunächst unter den trockenen und heißen Sommern und haben dann keinen Halt bei Starkregenereignissen. Im Unterschied zu den Bäumen in der freien Natur haben es Stadtbäume dabei aufgrund der schlechten Bodenverhältnisse besonders schwer, ihre Wurzeln optimal auszubilden und an Wasser zu gelangen. Das gilt vor allem für junge Bäume, weil deren Wurzeln noch nicht voll ausgeprägt sind. Jeder Baum, der fällt und ersetzt werden muss, kostet Geld und Aufwand, wie Bürgermeister Michael Maas im Strecktal erklärte. Mitte August wurde aus diesem Grund ein zunächst 3-monatiges Pilotprojekt gestartet. 3 Bäume an unterschiedlichen Standorten im Stadtgebiet wurden mit solarbetriebenen Sensoren des Startups Evolution ausgestattet. Sie messen neben der Temperatur auch die Bodenfeuchtigkeit um den Wurzelballen herum. Anhand der Daten ist mithilfe von digitalen Zwillingen in einer App eine Vorhersage zu dem Trockenstress der Bäume möglich, sodass dieser mit einer zielgerichteten und optimalen Wasserzugabe frühzeitig vermieden werden kann. Kooperationspartner des innovativen Projekts sind der Kommunikationskonzern Vodafone und das Startup-Unternehmen Evolution. Die an den Bodensensoren erhobenen Daten zur Bodenfeuchte werden über ein spezielles Netz in Echtzeit übermittelt. Die erfassten Umwelt-, Klima- und Bodendaten werden mit kurzfristigen Wetter- und mittelfristigen Klimaeinflüssen auf das Wachstum von Pflanzen abgeglichen. Die Schnittstelle zwischen dem Sensor und dem Wirtschafts- und Servicebetrieb, der Gärtnerkolonne, die sich darum kümmert, ist eine App,
ist ein Smartphone, ein mobiles Telefon mit einer Software, mit einer installierten Software. Das heißt, der Sensor schickt die Daten an diese Software, diese verarbeitet sie, wertet die auf oder bereitet die auf und stellt dann auch in dieser Software selbst eine Routenplanung zusammen und sagt den Kollegen beim Wirtschafts- und Servicebetrieb, wann müsst ihr denn diesen Baum anfahren? Er stellt eine ideale Route, stellt Baumcluster, Baumgruppen zusammen, um dann eine sinnige, optimale stimmig einen optimalen Fahrweg zusammenzustellen, zu sagen, heute geht es in Richtung Niedersinken, heute geht es in Richtung Erlebrunn, morgen geht es in Richtung Fährbach, um da halt auch ein Stück weit Fahrwegeoptimierung zu bekommen. So entsteht ein wirksames Werkzeug zum Dürremanagement in der Stadt. Durch das Maßnahmenbündel sollen die Bäume zukünftig zielgerichteter versorgt und die Ressource Wasser dabei effizienter eingesetzt werden. Gleichzeitig erhoffen sich die Verantwortlichen dadurch eine möglichst optimale Tourenplanung des WSP, dessen Mitarbeiter das Gießen in heißen Tagen übernehmen. Also ich würde jetzt diesen Sommer auf jeden Fall abwarten, um dann die Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, das heißt, passt ein Sensor auf 20 Bäume, kann er vielleicht mehr Bäume abdecken, passen diese Standorte, passen diese Baumgruppen, die wir geclustert haben. Und wenn das sicher ist und safe ist und es erfolgsversprechend ist, dann werden wir in eine größere Umsetzung gehen. Das heißt, dass wir vielleicht, je nachdem, einen kompletten Rollout, sogenannten Rollout vornehmen. Das heißt, alle Baumgruppen mit Sensoren ausstatten oder ob wir revierweise, wir haben 6 Reviere, revierweise diese Bereiche umstellen, um dann auch über einen längeren Zeitraum die Erfahrung zusammen mitzunehmen. Man darf gespannt sein, wie die Ergebnisse ausfallen und ob die Digitalisierung der Stadtbäume nach der Evaluation noch ausgeweitet wird. Im Dezember 2022 wurde erstmals die Modernisierung des größten Gebäudes der BBS Pirmasens, dem A-Gebäude, präsentiert. Während den Sommerferien wurden nun außerdem Bauarbeiten an der Außenanlage des Schulgebäudes durchgeführt. Anfang August wurden alle Pläne und der derzeitige Stand der landschaftsgärtnerischen Gestaltung der BBS vor Ort vorgestellt. Aufenthaltsbereiche für Schüler, Parkplätze und Fahrradstellplätze. Auf der Außenanlage der BBS in Pirmasens wurden in den Sommerferien mehrere Bauarbeiten zur landschaftsgärtnerischen Gestaltung durch die Firma EVK GmbH aus Neunkirchen durchgeführt. Die Planung aller Maßnahmen wurde durch den Leiter des Pirmasenser Garten- und Friedhofsamts, André Jankwitz, erstellt. Außenanlagen einer Schule bedeuten natürlich im Untergrund eine Menge an Infrastruktur. Haupt- und Verbindungsleitungen, Entwässerungsleitungen, Versorgungsleitungen. Das ist alles zu berücksichtigen in den Außenanlagen. Das muss mit aufgenommen werden. Das war sehr, sehr spannend, sehr, sehr herausfordernd, weil der Schulstandard ja bestanden hat und wir nicht eben auf der grünen Wiese neu planen konnten und neu bauen konnten. Die Flucht- und Rettungswege mit den Treppenanlagen waren sehr, sehr spannend, sehr, sehr anspruchsvoll, gerade was die Schnittstellen, die Berührungspunkte zum Gebäude betraf. Hier haben wir aber auch gut arbeiten können, gut planen können, Mengen auch reduzieren können, indem wir eine ursprüngliche 20 Meter breite Treppe auf etwa jetzt 10 Meter Breite reduzieren konnten. Das gibt die Rettungswegeführung noch her und den Rest können wir, sag ich mal, ein Stück weit entsiegeln und Grünflächen anlegen, um ja, der Biodiversität auch ein Stück weit ihr Raum zu geben. Neben den rund 15 Millionen Euro, die für die Sanierung des A-Gebäudes investiert wurden, hat die landschaftsgärtnerische Gestaltung der Außenanlage zusätzlich 530.000 Euro gekostet. Die Baumaßnahmen sollen bis zum Ende der Herbstferien abgeschlossen sein. Die Wiege der Stadt Pirmasens liegt im Bereich des heutigen Wedebrunnens. Nachdem jener lange Zeit keinen guten Ruf hatte, entschloss sich die Stadtverwaltung vor Jahren bereits, den Platz aufzuwerten und als sicheren und schönen Park mitten in der Stadt zu etablieren. Tatsächlich mit sehr erfreulichen Ergebnissen. Das dahinterstehende Netzwerk konnte im Juli im Rathaus von den vielen Bausteinen des Erfolgs berichten. Oberbürgermeister Markus Zwick und die Koordinatorin des Pakts für Pirmasens Martina Fuhrmann wollten gemeinsam das Netzwerk vorstellen, das sich in den letzten Jahren um den Park am Wedebrunnen gekümmert hat und das auf ganz unterschiedliche Arten. Lange Jahre galt jener zunächst als sozialer Brennpunkt und war nicht mehr ansehnlich. Der Park war in die Jahre gekommen, es waren teilweise auch Einrichtungsgegenstände wie die Parkbänke und so weiter abgebaut. Und es hat dort auch Probleme gegeben, kann man sagen, mit Ruhestörungen, mit Schmutz, ja, mit solchen Themen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir kümmern uns mal speziell um diese Parkanlage. Und zwar nicht nur, indem wir für Sicherheit und Ordnung sorgen mit der Polizei und mit dem Ordnungsamt, sondern indem wir den Park aufwerten.
Und dazu hat gehört eine Aufwertung von der Anlage als solcher. Das heißt, der Brunnen wurde wieder instand gesetzt, die Beleuchtung wurde verbessert. Es wurden hier verschiedene Dinge wieder installiert, wie Tischtennisplatte beispielsweise oder auch Hochbeete für Blumen und Ähnliches. Es war also eine Aufwertung von der Gestaltung des Parks. Dafür hatte insbesondere das Garten- und Friedhofsamt der Stadt gesorgt. Der Pakt für Pirmasens sollte sich dank seiner guten Kontakte darüber hinaus niederschwellig um den Aufbau eines Netzwerks kümmern, das an verschiedenen Stellschrauben im Park ansetzen konnte. Letztendlich immer über eine Bedarfserhebung vor Ort, teilweise ne, durch Freiwillige, die einfach dort waren, die in Gesprächen waren ne, oder auch durch die also aufsuchende Arbeit, ist da ja schon lange gelaufen ne, am Wedebrunnen und so wurden einfach immer Missstände oder das falsche Wort, ne, aber wurde einfach immer, okay, das bräuchten wir und dann haben wir einfach überlegt, wer kann das recht einfach. Wie können wir auch da nochmal finanziell gucken, welches Förderprogramm da geht und so ist es eigentlich entstanden. Aufsuchende Arbeit fand etwa durch den Verein für soziale Rechtspflege oder die Kirchbergwerkstatt statt. Zuweilen fand man vor Ort wieder den Kontakt zu Menschen, die bereits durch die Maschen der Bürokratie gefallen waren. Parallel zu jenen Kontakten gab es eine Vielzahl an Projekten für Kinder und Jugendliche, etwa den Bau von Insektenhotels und Hochbeeten mit Unterstützung des Bienen-Plus-Projekts der Heinrich-Kimmel-Stiftung oder die Graffiti-Gestaltung der Rückwand in Zusammenarbeit mit dem Jugendhaus One. Insgesamt 18 Kooperationspartner in der Stadt, darunter Kindergartengruppen, Geschäfte und Schulen, haben im Rahmen eines Demokratie-Leben-Projekts die Allee der Grundrechte geschaffen. Auch Mitarbeiter des Familienzentrums Aufwind sind ständig mit den BesucherInnen des Parks in Kontakt und im Gespräch. Die nahegelegene Polizei kann seitdem Entwarnung geben. Von einem überdurchschnittlich hohen Aufkommen von Einsätzen am Wedebrunnen könne keine Rede mehr sein. Das haben wir die Erfahrung in ganz verschiedenen Bereichen schon gemacht, ob das im Strecktalpark ist oder am Walter-Slutki-Platz am Winzler Tor. Dort, wo die Gestaltung vom öffentlichen Raum problematisch ist, dort wo es Müll gibt, wo es schmutzig ist, da ist die Gefahr, dass dann auch Regeln nicht eingehalten werden, besonders groß. Wenn man bei solchen Anlagen aufwertet, wenn man sie schön gestaltet, wenn man schaut, dass sie sauber bleiben, dann gibt es über alle Gesellschaftsschichten hinweg auch ein Bewusstsein dafür, dass man schöne Dinge schön erhält. Und das führt dazu, dass zum Beispiel auch Vandalismus deutlich zurückgeht, dass sich auch Nutzergruppen verändern. Wer nutzt einen solchen Platz? Und das erleben wir gerade am Wedebrunnen. Dank der deutlichen Verbesserung der Lage haben Kinder, Jugendliche und Familien den Park wieder für sich entdeckt. Oft finden kleine organisierte Sportevents, Treffen oder Aktionen statt. Das Netzwerk bleibt natürlich weiterhin am Ball. Ich glaube, jetzt müssen wir einfach dranbleiben, weil wenn wir jetzt nachlassen, ne, dann kann es auch vielleicht schnell wieder abrutschen, wenn neue Gruppen hinkommen. Ne, wir müssen einfach präsent sein und dann, ne, wenn nicht, sind wir einfach im Guten dort ne, und machen Veranstalten. Und wenn nicht, kennen wir die Leute, die kennen uns. Ich denke, das ist ja auch immer wichtig, dass wir keine Gegner sind oder so, sondern helfen wollen. Und genau, jetzt nachzulassen, wird, glaube ich, vielleicht auch dann wieder kaputt machen. Ne, deswegen. Und es ist ja, also ne, ich fahre auch immer vorbei und dann halte ich mal so. Ne, man fährt ja einfach oft dran vorbei und schaut und bietet sich an, zeigt sich. Darum sind auch über Sommer wieder einige Aktionen am Wedebrunnen geplant. Das Netzwerk wird sich weiterhin darum kümmern, dass der Park zu einem Wohlfühlplatz in der Stadt wird. Das war's mit Kompakt für diese Woche. Wenn Sie mögen, sehen wir uns das nächste Mal zu einer neuen Ausgabe wieder. Bis dahin, machen Sie es gut und tschüss.